Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergmann. So, wir waren ganz am stehen geblieben beim Verkauf von Käse, glaube ich, war das. Ich gucke nochmal, Gasthaus. Jetzt noch Verträge. Hier wollte ich hin. Und zwar Käse. Gegen Käse. Bester Preis Gasthaus, genau. Da waren wir ja stehen geblieben. So, zack, wieder in der Weg. Haben wir jetzt bloß noch Butter und Brot. Wenn es davon nur doof lassen, wie viel weiß ich noch. Mal gucken. Verkauf eins nach dem anderen. Denn immer mit der Ruhe. Das Stück haben wir noch. Unter 13 K, wir angefangen mit 90 oder so. Im Verkauf haben wir schon ganz schön ein bisschen was zusammen. Gewurstelt, würde ich sagen. So, an die Butter ist schon leer. Aber bloß noch das Brot. Butter war schon leer, ist bloß noch das Brot und das Hofladen. So rum war das. So, die Seite. Und das war. Was ist das jetzt? Was ist du? Und das ist so. So, um jetzt hier. Hochladen, wir kommen. Die Frage, ob man das hier jetzt alles wieder einzeln rausschachteln müssen oder ob das reicht, wenn ich reinfahre und das Boot rausbeamt. Das weiß ich jetzt leider nicht. Wir machen es mal auf Letzteres gefasst, dass wir einzeln raustragen müssen. Wenn ich dann was sehe. Ne, ist alles raus erstmal. Ist Subi. 5 K fürs Brot, ne, das ging ja flott. Das ist ja ordentliches Sümmchen, 5000 fürs Brot. So, da kommen wir wieder hoch zum Hofbauen. Alles verkauft. Ja, komm hoch hier.
Upsala. Wenn ich ihn jetzt hier wiederum. Macht denn der jetzt wieder für Faxen? Mache das, was du sollst und nimm, was du willst. Geh mich überhaupt darüber, der gepennt. So, let's go. Oder wenn wir uns dann mit der Brotkisten, wenn wir uns dann mit füllen, wenn wir immer dabei sind. Müll gemacht. Und noch haben wir ja genug zu tun. Ja, das war falsch. Den Haufen wollten wir nicht reinfahren. Einmal zack. Aussteigen. So. Nehmen wir schon mal die ersten Brotkörbchen. Ich habe hier keine gute Erfahrung mit dem Ding gemacht, dann stelle ich gleich mal hier unten hin. Das ist fertig. Ah ja, da ist noch hier. Wie her? Brauchen wir noch mal ein bisschen. So, davon haben wir, das haben wir nichts. Davon haben wir es auch. Ne, 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 sechs. Den wollten wir noch auslagern. Ach, Menno. Das mal jetzt nicht so, du Brennholzteil. Wenn man den hier vorne ist, macht raus. Mal. Und doch alles durch zu sein, jetzt aussieht. So. Immer schön sachte. Zack. So, eins mal. Acht Brote gingen immer hier rein.
Dudeli. Fastenbrotkorb ist voll. Was auch noch geil war, wenn er die Animation dann wieder mit der Schippe reingreift. Aber ich glaube, das ist dann A zu performancelastig und B wahrscheinlich zu aufwendig mit der Programmierung oder Animation. Aber cool finden würde ich schon, aber ich kann es selber nicht daher. Oh. Wurde gleich verkauft. Sind sie in Trigger vom Backshop gefallen? Und nicht schlecht. Können ja mal vorkommen. Na komm her. Noch schon mal drin. Immer so eine Sache, wo die genommen werden und wo nie. Und das rangefritte. Haben wir doch zwei Stück noch, dann können wir. Soweit. Bursch. Das hat alle drin. Supi. Oh. Voila. Was ist denn jetzt hier los? Was sind? Nee. Bleiben jetzt wirklich zwei Liter übrig. Dann gehen hier. Das auch am Mehl ist voll. Dann komm, stell dich darüber. So. Und da läuft die Hefe wieder. So kann man es auch machen. Wie viel bis eins. Und wird der volle dann. Ne, halb voll rausgeschmissen. So, läuft die Produktion auch wieder. Oder mach ich nämlich doch seitlich.
wenn ich sie richtig zu packen kriege. Eine Box haben wir noch. Dann könnte ich eigentlich wieder mal Äpfel holen. Da kann man es so machen. Wenn wir sie oben drauf setzen, schmeißt sie hinter sich. Mal auch wieder mal machen, Äpfel, so Wein und sowas. Aber eins nach dem anderen. Das ist aber mein Müllfund mit unserer E-Pfeile hier rumfahren. Und auch schon steil fahren. Haben wir angeblich über die Null Emissionen, wie sie immer schön Werbung machen. Und das immer so schön sagen. So muss man das ja formulieren. Weil ich von dem Elektroantrieb persönlich noch nicht so richtig überzeugt bin. Weil so grün wie sie tun, ist er nämlich auch nicht. Muss ich ehrlich dazu sagen, aber das ist ein anderes Thema. Können wir ja gerne in der nächsten Folge mal ein bisschen erörtern, das Thema Elektroantrieb oder Elektromobilität. Wenn ihr drauf Luft habt, Luft habt, ja, Lust habt, so rum wollte ich sagen. Oder ich nehme das Thema für die nächste Folge mit, wenn ich es nie wieder vergesse. Und manchmal schlägt der Kollege des Nichtmerkens zu. Ja, Moment. Ich klappe die Nase. So, können wir weitermachen. Ich habe mich ausgebrüllt. Oh Mann, Mann. Ist aber manchmal ein richtig blödes Wetter, muss man dazu sagen. Die Tage, da ist es warm, da denkst du, ist schon wieder Frühling, dann gibt es wieder Tage, wo es, ich sag mal, knackig ist. Wo du sagen kannst, brauchen Sie beschweren, wir haben doch Winter. Wo die Temperaturen der Jahreszeit passen. Aber was da halt ist, das warm kalt. Eine Woche so, dann wieder andersrum. Das hat mir leicht ein bisschen die Rüsselpest verpasst, die ich irgendwie momentan nicht loskriege. Aber wir haben es gehört, Kling-Klong hat es gemacht und wir sind am folgenden Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.